So, da wäre er wieder. Und es ist wieder Deutsch. Also ich musste einfach nur bei Steam und bei Uplay jeweils Deutsch einstellen und dann war der Text auch wieder in Deutsch. Ich hoffe mal, dass das nicht bei jedem Patch passiert. Aber ich glaube nicht. Das war jetzt nur am Anfang wegen der Early Access Version. Also der Early Access Version. Aber lassen wir das töten. Neuer Tag bricht an. Da sind ganz schön viele. Da sind noch viel mehr. Kommen wir da hinten irgendwo hin? Nee, hier ist ein Fluss. Da hinten ist eine Brücke. Nee, wir werden die jetzt zuerst töten müssen. Okay, dann stellen wir uns so, dass wir möglichst. Ah, die werden müde. Ja, komm, schlaf. Haben die auch voll Mana? Ist alles gut. So. Jetzt. Jetzt. Aha. So, ein Bogenschütze, der an seinem Kumpel vorbeischießen kann. Zing, zing. Und ist ein Elite-Typ. Nicht so schön. Dich brechen wir doch mal. Der wurde nicht mitgetroffen, glaube ich. Also allgemein kann der Zauber mehrere treffen, richtig? Die Rüstung aller Feinde in einem Umkreis von 3 Meter. Okay. Wir hätten ihn näher rankommen lassen müssen. Aber es ist gleich wesentlich entspannter, wenn man nicht krampfhaft versuchen muss, alles zu übersetzen. Direkt töten. 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 Vor allem auch die Fähigkeiten bei Retaliation und Provocation und was weiß ich. Da kommt man doch ein wenig ins Schwitzen. Selbst wenn die Englischkenntnisse einigermaßen okay sind. Oh. Wo willst du hin? Na, stay down. Okay. Sichern, sichern, sichern. Kann ich von hinten anschleichen, der fiese Mann? Genau du. Oh, wir haben den nächsten Garkot. Du hau mal nur direkt. Abgewehrt, sehr schön. Du bist ein Elite. Ich finde es ein wenig schade, dass man ihn jetzt nicht anwählen kann. Also man kann nur als Ziel das auswählen, was direkt vor einem ist oder angreifbar. Aber ich würde trotzdem ganz gerne gucken können, was das überhaupt ist. Ob das eine Elite ist, ob das ein normaler Gegner ist. Aber das kommt vielleicht später noch. Du hau den mal zu Klump. Genau. I kill you. Abwehren. Ruhig Feuer. Das ist schon mal eine Elite. Und ich glaube, der hier nicht, weil der andere Farben hat. Also greifen wir ihn zuerst an. Und du hast keinen Mana mehr, das ist aber okay. Ich werde jetzt mit den Tränken allgemein wesentlich vorsichtiger sein, da ich herausgefunden habe, dass die anscheinend nicht unendlich oft vorhanden sind in den Läden. Oder dass es wirklich einige Tage, Schrägstrich Wochen, Schrägstrich Monate dauert, bis die neue Sachen bekommen. Was aber auch ganz nett wäre, weil so war es im alten Spiel ja auch. Dass man, glaube ich, 2 Tage warten musste, bis Händler neue Ware haben. Irgendwie so war das. Und Gegner respawnen, da wurde ich auch noch von Machtan dran erinnert. Früher war das erst nach einem Jahr, dass Gegner respawnen sind. Also können wir lange warten, bis hier was auftaucht. Ja, noch alles okay? Na oh. Das ist nicht okay. Ja, nee. Talana kriegt keiner hier dran. Wenn sie jetzt umkippen sollte, laufen einfach in die Stadt. Nee. Wenn sie umkippen sollte. Nachdem sie umgekippt ist, laufen wir in die Stadt. Und wecken sie auch wieder auf. Das ist super. Guru. Sogar günstiger als Heiltränke zu kaufen, glaube ich. Gut, das mir auch noch umfällt. So, was hast du jetzt? Du hast Gegenwehr, nennt sie das Ganze in Deutsch. Erwidert den ersten Nahkampfangriff eines Angreifers mit einem eigenen Nahkampfangriff. Ja. Warum auch immer ein Bogenschütze sowas hat. Also ja, die sind flink, aber... So, so, so. Sie ist jetzt auch ohnmächtig. Ja, schon. Banshees da hinten greifen hoffentlich nicht an. Warum ist bewusstlos? Ach, war sie vorher gar nicht? Die sah auch schon so leer aus an Lebenspunkten. So, kaputt.
Da sind noch viel, viel mehr. Ich versuche mal zu fliehen. Oh, das geht sogar. Okay. Wenn man nicht im Nahkampf eingebunden ist, kann man wohl fliehen. Kommen die mir jetzt hinterher? Also halb, ne? Ne, da bleibt da stehen. Okay. Zurück ins Dorf. Mal wieder. Und das Ganze jetzt auf normal, ne? Also wir spielen nicht auf schwer. Diesem, wie ist der Modus? Warrior-Modus? Im Gegensatz zum Abenteuer-Modus. Das stelle ich mir richtig knackig vor. Um das denn zu machen, müsste es aber wirklich mehr Auswahl beim Händler geben. Oder einen schnelleren Respawn an Waren beim Händler. Oder man muss einfach nur sehr viel Geduld haben und immer wieder in der Taverne schlafen. Das könnte natürlich auch sein. Genug Gold hätten wir auf jeden Fall dafür. So. Schön, dass der Tempel so nah am Eingang ist. Jetzt die halbe Stadt zu laufen, wäre ein wenig ärgerlich gewesen. Einmal rein, bitte. Wir hätten gerne Dienste. Wiederherstellung. Ja. Warum ist wieder bei Bewusstsein? Da war das wieder bei Bewusstsein. Sauber. Was sagt das Essen? Nicht so schnell. I. Noch zwei Essen. Aber ich denke mal, bevor wir zweimal rasten können, wird Talana spätestens wieder umgekippt sein. Also gehe ich jetzt nicht in die Taverne und hole nochmal Essen. So. Aber wir haben die Liebe schon mal gut dezimiert. Jedenfalls die einen auf der Einuferseite. Talana braucht unbedingt mehr Rüstung. Können wir da nicht irgendwas drehen? Ein Helm zum Beispiel. Kannst du einen Helm tragen? Nimm ihn mal ab, bitte. So. Ja, du kannst deinen Helm tragen. Roben, Platten und Kettenrüstung. Wir haben bisher noch keine einzige Ausrüstung für den Torso gefunden. Das ist auch komisch. Und ich habe auch danach gesucht, oder? Ich war beim Rüstungshändler. Okay. Haben wir immer noch Punkte zum Verteilen? Nein. Okay, jo, dann geht halt nicht mehr. Also Priorität, sobald wir neue Händler finden oder irgendwas anderes. Die beiden müssen mehr aushalten. Also beim Level Up mehr auf Vitality setzen unter anderem. Oh, dann wird schon wieder dunkel. Tag- und Nachtwechsel ist wirklich ein wenig schnell für meinen Geschmack. Also nachts lachen sie und tagsüber niesen sie. Interessante Banditen. So, du. Vor dir sind wir vorhin weglaufen. Genau, du. Ich hoffe mal, wenn das Symbol gelb ist, haben sie noch keine Abzüge. Der kommt nicht. Okay, dann bleiben wir schön hier stehen und machen das gleiche, wie du auch machst. Nur mit mehr Leuten. So. Das war Kampf meins. Du bist auch alleine, richtig? Richtig. Du bist keine Elite. Dann kommst du auch nicht lebend an uns ran. Oder vielleicht doch? Okay, dann kommst du aber nicht mehr lebend zum Zug. So, du kommst nicht lebend an uns ran. Ach ja. Okay, da hinten sind neue. Da sind die Banshees. Die sind hinter der Brücke. Der komische Geräusch im Hintergrund, als wenn die Nagas irgendwas machen würden. So, jetzt müssen wir schlafen. Warum haben sie nicht Max HP? Oh, und sie lachen tagsüber auch. Okay. Das sind sehr viele. Die Banshee sind auch tagsüber da. Komisch. Ich versuche gerade eine gute Stelle zu finden, wo wir nur einen Teil der Gruppe angreifen. Ich glaube, von hier kommt dann nur die Dreiergruppe da. So.
So, was haben wir hier überhaupt? War es eine Kiste? Und ist da ein Nager neben dem Bandit? Auch interessant. Aber nee, ich lasse mir hier den Eingang zum Thief's Den freiräumen. Und du bist doch bestimmt eine Elite. Was ist, wenn ich jetzt den da angreifen will? Kann ich nicht. Okay. Eins ist eine Elite. Jo, der da. Der fast keinen Schaden genommen hat. So, beide sind dran. Du. Geh mal wieder. Dich hauen wir. Nee. Du kannst nicht wieder gehen. Okay. Hauen. 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 Bester Jahrungseintrag für Miliz wurde aktualisiert. Den hatten wir doch garantiert schon. Achso, mehr Kills geben mehr Informationen über Gegner. Das sollten wir uns ja gleich mal wieder angucken. Oh. Oh, nicht mehr rumhauen, nicht rumhauen. Alles gut. So knapp. So, Tonk. Jagdbogen, den wir schon haben. Bestiarium. Da. Fernkampf. Dieser Eintrag ist noch gesperrt. Ihr müsst mindestens 6 Monster dieser Art begeben, um Zugriff darauf zu erhalten. Und da müssten wir 12 töten. Hm, okay. Ja, doch, das ist schick. Miliz. Da wissen wir jetzt alles außer deren elementare Widerstände, was auch nicht so wichtig zu sein scheint. Lebenskraft 80. Also so viel wie Mürrem. Und Elite 130, also schon mehr als unser Ogrim. Das hier unten finde ich nicht schön. Unbekannte Einträge zeigen. Das heißt, dadurch kann ich gespoilert werden, was es alles noch an anderen Gegnertypen gibt im Spiel. Und das will ich nicht. Ich will überrascht werden. Also, ich weiß nicht. Also manche Spieler mögen das vielleicht, aber ich denke einen Großteil eher nicht. Sollte man vielleicht noch, ne? Aber ja. 1, 2, 3, 4. Einmal noch rasten. Wo sie hat volle Mana. Ne, das passt. Kommt hier, ihr vier. So. Schießen. 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 Brennen. 60 kritisch. Sehr schön. Oh. Die anderen haben nicht mit der Wimper gezuckt. Sehr charmant. Dann würde ich doch gerne dich auch noch umbringen. Was ist das da auf dem Boden? Zing, zing, zing. Ah, Elite-Räuber. Okay. Oh. Ja, die schießen auf uns, sonst die schießen auf unsere Zauberer. Genau, auf unsere Zauberer. Kaputt. Komm schon. Und Mürrem als nächstes, warum nicht? Sind ja bloß unsere beiden schwächsten Charaktere. Schlafen. Die drei versuchen jetzt mal so. Mit einem Baum vor der Nase. Ja, bisher eine normale Moliz, aber da kommt noch einer. Also ich sehe zwei auf der Minimap. So, dahinter ist noch ein dritter, aber der ist wohl nicht engaged, oder wie auch immer man das auf Deutsch sagen würde. So. Hau. 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 Du bist normaler Räuber. Hm? Kleiner Lebenstrank, sehr schön. Ja, langsam holen sie die Tränke auch wieder. Wir müssen nur genug töten. Ohne selber welche zu verbrauchen. So. Und hier ist noch ein Typ. Genau du.
Hol mal her.